tough guy with a soft heart. Strength athlete Mr. Patrick Babumian proudly holds the title of Germany's strongest man 2011. It's no surprise that he accomplished this feat on a plant-based diet. Die Beweggründe, Vegetarier zu werden, waren rein ethische Beweggründe. Ich mache den Strongman-Sport seit 6 Jahren, also in der Zeit sozusagen, wo ich umgestellt habe, die Ernährung habe ich auch angefangen, Strongman zu machen. Da habe ich jetzt dieses Jahr sozusagen den höchsten Titel geholt, den man sich in Deutschland holen kann und bin damit stärkster Mann Deutschlands. Es ist wesentlich leichter zuzunehmen, wenn man seinen Verdauungstrakt einfach nicht mit Fleisch belastet, sondern dadurch, dass man das Fleisch weglässt, der Verdauung sehr, sehr viel Arbeit abnimmt und dementsprechend wesentlich mehr von den Sachen essen kann, die dann auch für den Körper besser sind. Es war auch so, dass ich am Anfang, als ich mit dem Sport angefangen habe, sehr viel Gelächter auf mich gezogen habe. Allerdings, gut, mittlerweile bin ich derjenige, der lacht. Seitdem ich einen etwas markanten Titel geholt habe, des stärksten Manns Deutschlands, ist es so, dass ich sehr, sehr viel Feedback bekommen habe von anderen, die eben in mir auch ein gewisses Vorbild sehen. Und ich kann sagen, dass ich so an die, also ein gutes Dutzend an Athleten zusammen habe, die mir das nachmachen. Ich möchte einfach an all diejenigen, die für sich entscheiden, dass sie etwas tun wollen, um etwas in der Welt zu verändern, denen möchte ich einfach sagen, jeder Regen beginnt mit einem einzigen Tropfen. I'm Patrick Babumian, Germany's strongest man, and I have a strong message for you. Be veg, go green, to save the planet.